mal die, Digga, der Stream heißt einfach Köpfe abhacken. Deswegen. Was? Ja, aber jetzt kannst du einfach bei Google abgeben, Köpfe einhacken, abhacken. Hacken. Oh, und dann sollst du beim Filter vielleicht live machen. Hä, Digga? Wieso klappt das nicht? Ich hab Köpfe geschrieben. Köpfe abhacken. Ja, hier, Köpfe abhacken. Ne, mit einem P. Ja, Köppe. Ja, Köppe. Jetzt gib mir erstmal ein Like, du sagst Kerl. Mhm. Jetzt gib mir erstmal ein Like, du sagst Kerl. Wieso hat man nicht mich? Ja, weil du auch Stimme auf nicht zulassen hast, höchstwahrscheinlich. So, die letzte Hürde. Geschichte anfangen. So. Die müsst ihr ja durchspielen, alles ganz schnell durchskippen, damit ich online spielen kann. Deine Stimme geteilt wird, immer. Die müsst ihr durchspielen, alles ganz schnell durchskippen, damit ich online spielen. Hä? Da bist du doch. Nachricht an Zuschauer. Hi. Penis. There I go. There I go. Warte, ich muss kurz was machen. Demon. Slayer. Hintergrundfarbe grau. Ich glaube, ich weiß, wieso man mich nicht hören könnte, wahrscheinlich. Hintergrundfarbe grau. Warum? Ja, yeah, jetzt, weil du in dem blauen Bild gewesen bist. Und genau wenn das weggeht, kann man mich wieder hören. Warum? Okay, ich verstehe. Durchskippt macht super viel Spaß. Was? Das ist ein Open World Game? Nein, das ist nicht. Durchskippt macht super viel Spaß. Digga, dass du durchskippst, geht mir so auf den Sack, aber mach ruhig weiter, damit du schneller vorankommst. So, warte, wo sind alle Erinnerungsfragmente? Da. So, mit 3 kommt ihr auf die Karte. Das waren alle hier, oder? Ja, du siehst auf der Karte immer nur eins von denen meistens. Jetzt geh mal weiter runter, da hast du noch einen Kimetsu-Punkt. Aber mach die blauen noch. Mach die blauen Ausrufezeichen. Okay, dann gehe ich hier zurück zum Haus. Was sind die blauen Ausrufezeichen? Das ist auf der Map. Du musst einfach hingehen. Dann wird das angezeigt, was das ist. Einfach nur X drücken. Was meinst du das? Digga, diese Karte ist verwirrt. So, dann sind hier diese komischen Pünktchen. Ich feier, dass du so einfach in dieses Spiel reingehst, eigentlich ohne das Anime geguckt zu haben. Ja, Digga, läuft doch. Digga, überspringst, Digga. Das ist schon. Hä, wieso hab ich 3 Zuschauer? Weißt du, als ich in das Spiel reingegangen bin, da hatte ich so richtig Feelings gehabt. Ich hatte mir erst vorgestellt, wie geil das sein kann. Das ist der Moment. Hey, ich kann jetzt einen Demon Slayer Speedrun machen. Du könntest, aber du willst es nicht. Obwohl doch, du willst es an sich, damit du wieder spielen kannst. Da gibt's ja nicht. Bestanden. Hey, ist hier einer von diesen, nicht dieser Lappen? Du? Was bist du? Lappen? Guckst du dir eigentlich gerade selber zu? Hey, ist hier einer von Nein. Du guckst dir nicht selber zu? Nein. Nein, das ist nicht einer. Alle, die auffälliger gekleidet sind, sind wichtig. Alle anderen nicht. Hey, den Spaß kenne ich doch irgendwoher. Welchen? Schüchterner Schwertkämpfer. Hey, den Spaß kenne ich doch irgendwoher. Das ist hier nie zu. Schüchterner Schwertkämpfer. Hier kommt ein seltsamer Geruch raus.
Och Mann, Du hast weißt du aber, schon dass wieder Tanjiros gefurzt, Tanjiro? Fähigkeit, beziehungsweise Tanjiros Hauptfähigkeit das Riechen ist und sich auch darauf bezieht, weil er Ja. anatomisch einfach besser veranlagt ist im Riechen. Ja? Ja, Okay. okay. Siehst du, was da unten im Grau steht? Zum Beispiel Zenitsu hat die Fähigkeit, besser zu hören. Das ist halt seine Veranlagung. Dort in der Grau steht Demon Slayer. Wieso steht da Demon Slayer? Weil ich da hingeschrieben hab, Bitch. Wow. Danke. Ich mach dir gleich noch ein Kompliment, du Bitch. Weil du so einen Da. schönen Schlüpper anhast. Meine Liebe. Wo weißt du, Mit welchen deinem Schlüpper ich süßen. anhab? Weil du Winnie Fußschlüpper an hast, du bist ein kleines Kind, das ist doch typisch für euch. Du Diese Lache. Hä, wer ist hier tot? Hä, nee, das ist schon wieder irgend so ein Angsthase. Diese Lache. So, schnell durchskippen. Hörst du dir jetzt durchgehend unsere Lachen? Ja, Gray, ich liebe uns Ja. beide Nationen auch, aber bitte hör auf. Mein Vater. Ah, du musst sag mal, was? Was? Danke. Was? Mann, hat das eine Verzögerung? Hat's auch. Geht mir auf den Sack. Aber egal. Hey, da ist sie was. Ah, warte, ich muss Was hier lang. denn? Oder? Was? Ja, ich glaube, die Laufpassagen, die du nicht skippen kannst, werden für dich der größte Abfuck sein. Oh, eine Für mich waren die Lichtung. richtig cool, weil ich so ein richtiges Feeling hatte, mäßig Demon Schnauze. Slayer. Für dich ist es richtig scheiße, weil du einfach Demon Slayer nicht geguckt hast. Aber egal. Oh, endlich mal der. And if I can see their movements, I can take them down no problem. I can do this. I know I can. Here goes. It's slaughtering. Here goes. Let's try that again. There's the threat. Another one! No way! That was nothing! Let's try it! What the hell's up with this guy? He's super strong! Now I can fight back! Here we go. I just have to cut off their head! Food! You're mine! Now's my chance!
that awful smell! I can't go any further. I'll have to find a different way. Is that? What? Excuse what? Their movements. All I have to do is remember my training. Waterfall Basin! Waterfall Basin! Waterfall Basin! Waterfall Basin! Waterfall Basin! Total concentration! Waterfall Basin! Water wheel! Was nothing! Water wheel! You can't do this! No way! Let's try that again! Waterfall Basin! That was nothing! Water wheel! Waterfall Basin! Waterfall Basin! The opening threat! Okay. I smell blood. Let's try that water wheel. That was nothing. Water wheel. Waterfall Basin. Whirlpool. No way. Let's try. That was nothing. Waterfall Basin. Let's try that again. Waterfall Basin! Waterfall Basin! Water breathing! Water wheel! No way! That was nothing! Waterfall Basin! Water wheel! The opening threat!
Okay. This tree was knocked over. I can use this. Okay. Here it comes. Demon's scent is growing stronger. I can smell blood up ahead. I wonder what happened. Okay. Mutter reingekommen ist. Wow, das heißt, man hört uns beide nicht mehr. Das ist ja lame, Alter. Mach das mal wieder an. Hab ich schon wieder. Ah, noch ein Schrei. Ja, ich will das nämlich wieder hören. Das heißt, man hört uns beide nicht mehr. Das ist ja lame, Alter. Mach das mal wieder an. Hab ich schon wieder. Ja, so ist das geil. So ist das Spiel schön. Okay, du Schmalspur. Hast du mich gerade so genannt? Nein, wen denn sonst? Du bist so ein Arsch, ich weiß. Hast du mich gerade so genannt? Ich finde deine Lache übrigens, wenn du mal richtig lachst, ziemlich weird, weißt du das? Dankeschön. Hat da gerade ein Teilnehmer eingekillt? Ich glaube nicht, dass ein Teilnehmer eingetötet worden. Doch, hat er. Das ist einer, der später noch in der Story mal ein bisschen besonders wird. Digga, mein Controller ist halt kaputt. Der ist einfach nur
sagen wir mal, der Gelehrte vom Fels, von der Felssäule. Digga, mein Controller ist halt kaputt. Ja, danke für deinen kaputten Controller, beziehungsweise danke an deinen Controller. Kaputten Controller, danke. Dafür siehst du, Grave, wo dieses blaue Ausrufezeichen hinten ist. Da darf ich jetzt schön zurücklaufen. Hast du gerade übrigens versucht, durch Wasserfall runterzulaufen? Ja klar, warum klappt das nicht? Egal, ob der Galaxy hat das funktioniert, da kannst du nämlich alles machen. Perfekt, gut, Schleichwerbung machen. Braucht man denn alle blauen Dinger? Ja, das ist für die, Belohnungspunkte. Ich mach nochmal ganz kurze Schleichwerbung. Guardians of the Galaxy ist ein unfassbar gutes Storyspiel, nach meiner Meinung nach sogar das Beste, was eine sehr perfekte Geschichte erzählt, die einfach nur einen wirklich perfekten Film nachspielt und du einfach da drin bist. Und verdammt nochmal schön dieses Scheißspiel verstanden! Hey, keine Kraftausdrücke, du schmalspuriger. Der Kollege. Ich wollte eigentlich Fixer sagen. Aber keine Beleidigung. Keine Kraftausdrücke. Und Beleidigungen. Ich legitimiere das jetzt für mich, ja? Du scheiß Arschloch. Ich hab's legitimiert. Ich legitimiere deine Ehre. Du weißt nicht, was legitimieren heißt, oder? Ja. Anstrengend. Hey! Noch ein toter Dulli. Nein sagen müssen. Ist ja grammatikalisch richtig. Ach, Anubis liebt jetzt schon das Rumlaufen. Das fuckt mich richtig ab. Er will einfach nur durchkommen durch das Spiel, um endlich online weiter zu spielen. Was ist, er muss rumlaufen. Ja, jetzt lang. Zur Spielverteidigung, das Rumlaufen hier im Wald ist mit das längste. Warte, nur mit das längste? Ja, yeah, es gibt noch so ein, zwei andere Passagen, da läufst du auch relativ lang. Oh, meine Mikroqualität finde ich eigentlich ziemlich gut. Was sagst du von meiner? Finde ich auch so gut. Dankeschön. Bitte. Was ist das von meiner? Dankeschön. Bitte. Wenn jemand Dankeschön sagen muss, ich bitte sagen. Egal wie oft das ist. Mal einfach danke. Siehst du, Gray, ich hab's geschafft. Jetzt noch die zwei da oben. Bitte. Ich hab Danke gesagt. Weil Danke. Da muss man Bitte sagen. Und wenn man Bitte sagt, muss man Danke sagen. Und dann geht es immer so weiter. Ja. Digga, ich. Bitte. Da muss man Bitte sagen. Und Danke. Wenn man Bitte sagt, muss man Danke sagen. Danke, und bitte. Digga, ich. Hallo, wieso bist du so kompliziert? Weil das Laufen mich jetzt schon nervt. Kann ich irgendwie noch ein bisschen vorspulen, dass ich noch näher an dir dran bin, Alter? Ja, ich bin jetzt, glaube ich, in das nächste rangekommen, was man vom zeitlichen her machen kann. Okay, du Schmalspur. Nenn mich noch einmal Schmalspur und ich köpfe dich. Okay, du Schmalspur. Komm her, die mit der online kam. Ja, nee, Digi. Digga, dieser ewig lange Weg. Dafür kriegt das Spiel von mir eine gebutterte Rezension. Digga, dieser ewig lange Weg. Wieso? Sagen wir, das ist die einzige Kritik, die die Leute an dem Spiel haben. Und lustigerweise sind das alles Leute, die entweder Demon Slayer vor 2 Jahren geguckt haben oder Leute, die Demon Slayer gar nicht geguckt haben. Nach meiner Meinung nach dürfen die diese Rezension nicht mal schreiben. Trotzdem schreibe ich sie.
Ich finde es auch eine Frechheit, wenn Leute, die vor 2 Jahren Demon Slayer geguckt haben, sich darüber beschweren, dass so viele Laufwege sind, nur weil sie den Anime nicht mehr fühlen. Ganz ehrlich, guck den Anime doch erst, bevor das Spiel rauskommt. Genau davor. Nee, Digi. Hey, hier ist ein Schwert. Und das Katana ist sogar ein bisschen, glaube ich, abgebrochen oder ist es in den Boden gestampft? Ich weiß es nicht, das habe ich damals schon untersucht. Aber ich habe es nicht herausgefunden. Ich habe es nicht herausgefunden. Danke, bitte. Danke, bitte. Okay. Danke, bitte. Danke. Gray, ich mache jetzt kurz Party-Audio aus, ich geh essen.
Okay, dann ist er jetzt wohl nicht da. Bin ich. Okay, du Schmalspur. Ich hab mir gerade nur, deine Palme gewedelt. Mein Anime angeguckt, Alter. Das Schwert ist in den Sand gerammt. Da hat gerade der Main Character einfach seiner Geliebten einfach die Liebe gestanden. Das war's. Welcher Anime? Wise Man's Grand Shield. Nicht Köpfe abhaken, Köpfe! Mit wem redest du? Mit mir. Hast du es falsch eingegeben? Ja. Weil ich bin deutsch im Gegensatz zu dir. Du schreibst einfach Köpfe. Und nicht mal mit Doppel-P. Du schreibst Köpfe dahin. Hey ja, ein gutes altes Köpfefleisch. Ja, Köpfe. Oh mein Gott. Köfte abhacken. Das sind übrigens die Fußstapfen von meiner Mutter. Wo? Guck mal, meine Mutter fronten, gar keinen Bock. Und wenn das dein Plan ist, die Schmalspurer? Was willst du? Die Schmalspurer nennen. Was hast du jetzt gegessen? Kohlrouladen. Was? Du hast Scheiße gegessen? Nein, Kohlrouladen. Koks? Eindeutig Koksrouladen, Digi. Wir gucken 106 Leute zu. Ah ne, Digga, einer. Du. Wieso machst du das auch so, dass du es an der Seite siehst? Das würde mich voll ausregen, wenn ich ein Spiel spiele. Der kann mich einfach grappen. Das ist der erste Boss, Digga. Wenn du den jetzt nicht komplett hops nimmst, Digga, dann bist du echt. Dann bist du echt shit. Ist halt einfach nur so, weil ich meine, du musst später auch noch ein paar von denen zu breit kloppen, Mann, du bist. Also, ich sag's ja nur. Könnte kritisch werden, wenn du den jetzt nicht. Du musst jeden Boss am Ende von der Skala von 1 bis 10 auf den Schwierigkeitsgrad bewerten. Also, der ist nicht sehr schwierig. Du hast noch nicht gesehen. Ja, aber ich kann ja jetzt schon seine er hat ja schon all seine Attacken benutzt. Nein, hat er nicht. Ah, das heißt, er geht gleich nochmal in so einen Modus. Maybe. Aber es ist gut, dass die Verzögerung nicht mehr so krass ist. Aber ich liebe es, wie wir es hinbekommen haben, dass du manche Formen von deinem Schwert einsetzen kannst. Ich hätte es aber mehr gewünscht, wenn noch mehr Formen des Wasserkampfes reingekommen wären. Warst das jetzt nicht? Was? Ach, ich hab übelst Bock auf noch eine zweite Runde. Also nicht. Zum Beispiel die fünfte Form. S-Rang, Digga, das ist geil, Anubis, das ist geil. In Kurzfassung, da wo du gerade übersprungen hast, geskippt hast, hat er dich weggeschlagen und du hast einen kurzen Reminder bekommen. Und er hat dir erzählt, dass er alle deine Freunde getötet hat, die du auf dem Berg gesehen hast. Und ja. Ja. Gönn ich den Bree. Oh fuck, Digga. Okay, jetzt hat er neue Attacken drauf. Dass dein Meister alle seine Freunde umgebracht hat eigentlich, weil er euch die Fuchsmasken gibt und das der einzige Grund ist, wieso er die wiedererkennt. Weil der Meister Orokodaki ihn mal irgendwann eingesperrt hat und er ist erst in den Jahren so fett und riesig geworden. Das ist die Backstory. Guck mal, du hast es übersprungen und du hast nichts verloren an Wissen, weil ich hier bin. Ja, perfekt. So, jetzt kann ich ihm auch ordentlich auf die Schnauze geben. Du hast zwar die ganzen geilen Animationen von dem Anime nicht gesehen, Digga, aber Stimmen reichen doch auch. Deine Stimme reicht komplett, Diggi. Oh, ich weiß nicht, das kommt an. Oh mein Gott, nein, Digga, in was für ein Modi geht er denn jetzt? Komm, Digga. Gib mir deine Liebe. Die im Anime haben da auch gerade ihre Liebe gestanden, Mann. Du musst jetzt auch deine Liebe stehen. Du bist ein klasse Freund, dafür liebe ich dich. Ich muss mein Oberteil nochmal ausziehen, Alter. Okay, er sind aus dem Ultimodus raus. Warte, ich muss kurz. Ich hab meinen Tank rausgezogen. Oh mein Gott. Zeit zum Video, du?
Gerne doch. Warte, was? Da, oh mein Gott, der ist wieder in seinem Ulti-Modus. Okay, Anubis, jetzt einfach nur im Kreis laufen. Einfach nur im Kreis laufen. Du meinst, dass du mit Kreis auch noch ausweichen kannst in den schnellen Schritt, ne? Ja, klar. Okay. Gut, wenn du es weißt, dann ist alles gut. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das sauber ist. Die Seite ist sauber, aber die ist auch nicht sauber. Über was für Seiten redest du? Was denkst du, von welcher Seite ich rede? Keine Ahnung, ich kenne dich sehr gut. Mhm. Komm, sag mal. Papierseiten? Meine Brille. Ah. Deine Brille ist sauber, das andere aber noch nicht da. Oh, okay. Wasseratmung! Volle Konzentration, Wasseratmung. Welche Form benutzt du nochmal? Erste Form. Ja, ich wusste es. Ich hab's erraten, Digga, weil ich ganz genau weiß, wie der Anime war. Und dass das die beste Form für diese Art und Weise jetzt wäre. Du hast Dreieck verkackt. Ich hab zu früh gedrückt. Trotzdem hast du erst bekommen. Tja, Digga, weil ich eine Maschine bin. Also von einer Skala von 1 bis 10, wie war der Boss? Also von der Schwierigkeit? Mhm. Maximal eine 5. Also seine Attacken waren jetzt nicht wirklich schwer zu dodgen. Maximal eine 5. Okay, der ist 5. Da bin ich mal gespannt, was du zum nächsten sagen willst. Man kann einfach herumlaufen. Oh, das ist der Meister. Ja, perfekt, der steht wieder weg. Kurz aus und der Meister hat jetzt ganz kurz einen Reminder gehabt. Nee, eine Trophäe. Ja, du bist halt eine Trophäe. Jetzt bekommst du, glaube ich, Mist. Der Sumpfdämon. Ja. Du hast eine neue Map freigeschaltet, du hast Kampfkleidung freigeschaltet, du hast neue Kampfkleidung Vergangenheit freigeschaltet. Ach, in einer Höhle? Wie bitte? Perfekt, und ich kann mir das wieder nicht angucken, weil das gesperrte Szenen sind. Keine Angst, ich skippe da nur alles durch. Wir hoffen. Machst am Ende und du jetzt erstmal komplett. Nein, wenn ich jetzt das jetzt, wenn ich das jetzt durchgehend so mache, ist, geht das schnell, bin ich schneller damit fertig. Guck mal, als ich am Ende fertig war. Eine Minute. Ja, dann brauche ich am Ende weniger als eine Minute. Brauchst du genauso, wie ich. Ja, dann brauche ich am Ende weniger als eine Minute. Auf zur Nordweststadt. Die Geburt eines neuen Jahres. Na, 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 na. Ach ja, das ist der nächste Bossfight. Ach, gegen diesen Kerl, der die Mädchen entführt? Ja. Woher weißt du das? Hab den Manga gelesen. Wieso hast du den Manga gelesen? Den hat mein den hat der Patenonkel meines Bruders meinem Bruder zum Geburtstag geschenkt. Wie viele Stories sind von dem Anime da drin? Keine Ahnung. Ist der Manga, ja, aber bis wann oder bis wo weißt du ungefähr die Story? Wo ich die weiß? Da wo die mit Inosuke und Tanjiro im Haus sind. Von diesen Was beiden Dämonen. Halt da wo auch Zenitsu von Inosuke verprügelt wurde, ja, weil er. Ich weiß. Weil das ist wenig, aber trotzdem wirst du, glaube ich, das mehr fühlen, wenn du den Anime guckst. Ich hab sie auf dem Rücken. Ach du Scheiße, ja. Bin ich klein. Ist der Manga eigentlich gut mangakiert? Mangakiert. Ich glaube, du meinst vielleicht gezeichnet. Ja, gezeichnet. Sehr gut gezeichnet. Ja, klar. Gibt sogar Manga-Bücher von Demon Slayer, die sogar farbig gewesen sind. Die waren geil.
Digga, das ist nicht mein Profilbild, das ist mein Profilbild. Ja, du Schmalspurer. Willst du mich jetzt verarschen? Vielleicht. Die Sache ist, die anderen Säulen sind noch nicht vorgekommen. Das heißt, ich kann nur eine Säule nehmen. Hä, welches Spiel spielst du gerade? Demon Slayer. Guckst du mich auf deinem Tablet? Ja. Wieso nicht? Ist das normal? Ja. iPad, sorry. Ich hab ja ein Tablet. Wähle einen Platz, du kannst 10 Profilbilder auswählen, im Zufall. Ist das anstrengend? Dein Leben? Nee. Dir ein Profilbild zu erstellen. Was? Ja. Ich hab's hinbekommen. Sehe ich mit dem Brech hier hinten? Und hat dein Vater dir noch irgendwas erzählt oder so? Nö. Er hat was? Nö. Mein Vater? Ja. Hat er dir eine Karte geschrieben, eine schöne? Ja, er hat mir eine Karte geschrieben. Er hat mir 100 Euro Amazon-Gutschein geschenkt. Ja, ja, das hast du mir schon erzählt, aber. Wie ist, also. Wie lief's denn? Also hat er dir noch einen Brief geschrieben? Wie, die, wie doll er dich lieb hat und wie stolz er auf dich ist. Naja, das, was da drin steht, würde ich jetzt im Stream nicht wiedergeben, aber ja. Ich habe einen Brief geschrieben. Okay. Ich könnte den Stream auch kurz ausmachen. Oder warte, ich kann auch unseren Ton kurz ausmachen. Oh, there's. Well, he was right. Taken? That person knows one of. Excuse me. Right. Und wieder zurück im Streamo. Nein, ich sag, dass meine Mutter nicht das machen soll. Aber wenn ich 18 bin, dann rede ich mit ihm. Wenn ich 18 bin. Wenn. Ach, damit soll ich eigentlich alles fertig haben. Habe ich jetzt nämlich auch das. Kann ich das jetzt so machen? Sag mir bitte, dass die Jäger-ID sich jetzt gespeichert hat. Nein, hat sie nicht. Ich weiß nicht. Jäger-ID zu erstellen ist anstrengender als alles andere. Nur noch 150 Metzelpunkte. Danke. Ach da. Rede ich jetzt mit dieser Schmalspurerin? Nein, ich wollte nicht in den Online-Kampf. Jetzt musst du den noch kämpfen. Nee, ich bin ja nicht reingegangen. Ich bin ja nur in dieses Menü. Jetzt musst du den noch kämpfen. Ich höre einfach alles überspringen. Ja, ich weiß, es tut dir im Herzen weh, aber ich will nur ein bisschen zocken, Gray. Ich weiß. Ich weiß. Deswegen kannst du schnell durchspielen, dann machen wir. Ich sagte, irgendwann wiederhole ich die Story nochmal komplett. Das wäre ratenswert, ja. Nachdem ich den Anime gesehen habe. Das wäre auch ratenswert. Techniknamen an, safe. Untertitel immer safe. Steuerungshilfe, das sollte Anubis mal machen. Dann spiele ich jetzt mal ganz. Ich hasse dich, du Schmalspuriger. Dann mache ich nämlich jetzt bei mir in der Geschichte die letzten Missionen nochmal fertig. Hast du mich wieder Schmalspuriger genannt? Ja, Schmalspurer.
Hast du noch was anderes drauf? Nichts, was man hier im Stream erwähnen darf. Achso, morgen baue ich, glaube ich, meinen höhenverstellbaren Schreibtisch auf. Stimmt, du hast ja einen Schreibtisch. Ich habe mir keinen geholt, ich habe ein Geschenk bekommen. Von wem? Von Vera. Wer ist das? Von wem? Na, Frau. Nein, es war nicht von Vera. Wer ist das? War von einer Freundin von meiner Mutter. Ich hab mir das geschenkt. Aha. Weil sie liebt. Und weil sie jetzt nicht mehr so viel arbeitet, da wo sie jetzt vorher gearbeitet hat, deswegen habe ich das jetzt bekommen. Ich habe bei Rossmann gearbeitet übrigens. Aha. Es gibt Berichte über einen Dämon, der tief im Wald auftaucht. Es sieht aus wie ein Mensch, trägt aber an beiden Ellbogen klingenartige Auswüchse, die er als Waffe einsetzt. Macht sich auf den Weg und tötet ihn. Schwierigkeit normal. Okay. Wen spielst du gerade? Tanjiro? Nee, ich kann mir aussuchen, welchen ich spiele. Und wen spielst du? Das ist die Frage. Ich bin eigentlich nicht der Fan davon, dass ich die jetzt hier ausprobiere, alle. Weil ich will die eigentlich alle im Random-Kampf ausprobieren. Mit mir gemeinsam? Ja, deswegen werde ich wahrscheinlich einfach nur Feuergottheit Tanjiro spielen. Ja, der ist stark. Charakter. Orokadoki, den habe ich schon mal. Orokadoki. Ja. Das heißt, du bist sogar eigentlich an sich früher fertig. Aha. Digga, ich muss irgendwie diesen Geruch vom Dämon finden. Wo waren die alle? Wo waren die alle? Keine Ahnung. Wow. Unbeschäftigt. Du weißt, was jetzt kommt, du? Oh shit. Schmalspurer. Der Dämon ist nicht schwach. Na, da ist die Geruchsprobe vom Dämon. Ach, warte, ich kann auch einfach dem Geruch folgen, oder? Boah, das ist so geil, Digga. Was? Wenn ich diese Elemente, die einfach aus dem Katana rauskommen, das ist geil. Ist das nicht eigentlich die Atmung? Ja, aber es sind ja die Elemente. Der Atem. Okay, so Insekten sind jetzt also Elemente. Ja. Nach Sensei Gray. Es sind die Elemente der Wasseratmung. Ich habe ihn nicht getötet in meiner Ordnung. Okay, ich habe ihn gerichtet. Du Ulti, Digga. Hey, wie komme ich da oben auf das Dach? Nächste Trophäe. Welche denn? Eine für die ich gerade mache. Wieso habe ich nur A bekommen dafür? Weil du inkompetent bist. Ich kann das nochmal machen, auch Schwierigkeit gerade schwer und immer so. Achso, ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. Okay. Ich werde es mit Tanjiro spielen und meine Begleiterin ist Nesco. Auf der Schwierigkeit schwer. Und ich werde keine anderen Charakter außer die spielen, die ich schon gespielt habe bereits. Also im Online-Modus meine ich, nicht im Story-Modus. Weil im Online-Modus will ich die alle gegen dich ausspielen. Danke! Oh, zum Glück. Aber der zerfetzt dich in der Luft. Weiß ich nicht, ich habe noch nicht gegen ihn gespielt. Oh, der Kerl ist Platin. Ja, das macht sorgt nicht so aus. Eingesang, glaube ich. Der hat die Platin-Trophäe, meine ich. Ja. Sagen Trophäen jetzt auch nichts mehr aus?
Ne. Weil das nur bedeutet, dass du sehr viel Zeit in dieses Spiel geopfert hast. Ist es denn so schlecht, dass man die Zeit opfert? Für ihn war es schlecht. Er fand es nämlich nicht so gut im Endeffekt. Weil er hat manchmal sehr viele Rages gehabt. Es ist auch ein Game, bei dem man Rages kriegt. Ulti. Ja, getroffen. Wasseratmung. Zehnte Form. Ewiger Wandel des Lebens. Geil. Einfach geil. Nesco, komm mal her. Dämon gegen Dämon, Alter. Jetzt geht's los. Stimmt, ist ja ein Dämon. Ja. Der einzige Dämon gerade im Spiel, den man spielen kann. Guck mal, das heißt, sie ist was Besonderes. Irgendwie ja. Wie ich gerade majestätisch allen von diesem Verdau. Ist plötzlich ganz leise. Schlägen ausgewichen bin. Also, soll ich jetzt mal meine ehrliche Meinung zu diesem Game abgeben? Es ist nicht so gut wie One Piece, mein One Piece Game, ja. World Seeker. Ist auf Rang B. Ich liebe dieses Spiel. Dort am Flussufer, da, ja. Zu meiner Verteidigung, ich liebe dieses Spiel über alles. Über vieles, nicht über alles. Yay! Das Stream dauert schon eine ganze Stunde. Und ich bin noch nicht mal Story spielen. Und ich bin noch nicht mal mit der verdammten mit dem verdammten ersten Staffel durch. Ja gut, du warst aber auch noch essen, ja. Und hab FIFA gespielt, aber das war ja nicht mehr der Stream. Das ist ein anderer Dämon. Aber dich werde ich auch niederstrecken, damit die Welt nicht mehr so viel leiden muss. Ich glaube, du fühlst es. Ja, ich liebe dieses Spiel. Mit meiner geilen Wasseratmung. Let's go. Nesco ist sehr stark. Tanjiro. Tanjiro. Digga, der Kerl spielt sein eigenes Assassin's Creed gefühlt. Hey, das wäre auch nice. Was? Demon's Creed. Ha. Geil, spielt eine Art Assassin's Creed plus im mehr Schatten. Ja. Das, den ersten Teil davon hatte ich auch mal gehabt. This game is not bad. Das haben Zombie und Jam Let's Play mal zusammengezockt. Ich habe das halt geguckt, als es rausgekommen ist, ne? Das war sehr funny. Da wollte ich das damals immer schon haben, aber da war ich noch nicht an der 18 dran. Finde ich es sehr. Blutsalve! Eigentlich heißt ihre blutige Dämonenkunst Blutexplosion, aber ja. Oh. Lass mir das mal so stehen. Ich habe Rengoku noch gespielt, ne? Im Online-Modus, ja, den kann ich auch. Ist ja perfekt. Ja, oft einfach genug. Eine Säule aufnahme ist. Ich habe mich in jeder einzelnen Runde, glaube ich, gespielt. Außer in den Runden, wo wir sie nicht auswählen konnten. Und dann habe ich immer den Random bekommen, Digga. Vor allem, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, würde ich finden. Okay, wir haben noch nicht so viele Slayer. Aber ab dem Tag an, ab dem die beiden neuen Demons reinkommen, freue ich mich sehr auf Rank. So, jetzt hier darf ich den Kerl köpfen. Weil ich habe das Gefühl, als würdest du mich, als würdest du mir ziemlich auf die Nerven gehen. Mit entweder Rui, weil das ist ein richtig krasser Spam-Charakter, weil der ist ein Fernkämpfer, das ist so eine Art Puppenspieler aus Naruto. Oh, ich bin jetzt schon verliebt. Und Akaza ist nichts für dich eigentlich, der ist mega krasser Nahkämpfer. Aber Rui geht mir jetzt schon auf den Sack, weil du halt mit deinen Zähnen auf Fernkampf alles machen kannst und das geht mir so ja auf den Sack. Ich habe mich in den Kerl schon verliebt. Ja, du gehst mir damit wahrscheinlich richtig auf den Nerven. weißt du, Rengoku ist derjenige, wenn ich den Random bekomme, geh ich dir auf den Sack. Wenn du Rui Random bekommst, dann gehst du mir auf den Sack. Geil. Danke. Wer ist eigentlich Rui? Rui, den wirst du bald sogar schon als Endkampf hier haben für die erste Staffel. Ach, ist das der mit dem Hut?
Nein, der hat keinen. Das ist Musan mit dem Hut. Wer ist der Oberste von den obersten Dämonen. Ah, okay. Digga, du verwechselst gerade den mächtigsten Dämon, Anubis. Mit so einem Blach? Ernsthaft? Jo. Wow. du verwechselst den mächtigsten Dämon mit irgendeinem Dämonenblach? Jo. Oh, geil. Ja, du willst stressen, ne? Gerne doch. So, so lang. Okay, das darf ich nicht sagen, wir streamen. Ja, komm, sag. Ja, okay, warte. So, jetzt kann ich das Audio vom Stream wieder anmachen. Verzögerung. Anubis? Ja? Wieso habe ich so eine Verzögerung? Ich sehe einfach den Ton kurz ausgemacht hat, nur um dir diesen Kommentar reinzuwürgen. Verfickter Straßenpenner, Missetgeburt, Alter, mit Straßenpöbel da. Mit wem redest du? Mit meinem Gegner, Mann, du Cockschellenschnatzer. Jetzt habe ich mehr Beleidigung in deinem Video rausgehauen, als du hättest jemals raushauen können. Naja. Es ist schon eine Stunde vergangen. Ich glaube, ich hätte mehr raushauen können. Verfickter Missgeburt durch Hurensohn mit. Okay, es reicht, Bro. Ach, ein Dämon. Oh mein Gott, ist der hässlich. Rede mal bitte mit dir selber. Wieso sollte ich? Ach, ein Dämon. Oh mein Gott, ist der hässlich. Genauso wie du. Wieso sollte ich? Genau, wie du solltest, das musst du dir selber beantworten. Tanjiro! Jetzt gebe ich dir ihm auf die Fresse, ja, das tust du, Digga. Dämon, ich werde dir alles Leben ausprügeln, weil ich bin ein Dämonenjäger. Oh mein Gott, perfekt ausweichen in sein Gesicht. Und jetzt Water Wheel! Water Wheel? Nesco, Nesco. Nee, Nesco hat den einfach so. Aua, ich wurde leicht in den Himmel geschlagen. Nesco, du bist dran. Der Pfad der Schwachstelle. Rank A diesmal nur, schade. Nesco's Ulti, Alter. Jetzt ist wieder los. Digga, ich hab einfach meine Dämonen Ulti noch nicht. Oder? Blutige Dämonenkunst. Blutexplosion. Das ist auch eine sehr coole eigentlich. Weil da kann sich eigentlich jeden Dämon explodieren lassen. Auch wenn er sich regenerieren kann, und das ist egal. Hä? Und wenn er ihren Kopf explodieren lässt? Geht auch nicht. Dämonen können sich nicht gegenseitig töten. Nur die Sonne oder ein Dämonenjägerschwert kann sie töten. Oder das Gift von der einen Säule Shinobi. Das heißt, rein theoretisch könnte aber Nezuko die anderen Dämonen so lange platzen lassen, bis die Sonne aufgeht? Ja, eigentlich kämpfen Dämonen, wenn sie gegeneinander kämpfen, bis zum erbitterten Sonnenaufgang. Okay. Ja. Eigentlich kannst du es genau so sehen. Jetzt spielen wir mal eine Runde Rengoku. Und als Unterstützung nehmen wir die Feuergottheit Tanjiro. Oh, Rengoku, Alter. Ein geiler Kämpfer. Ah, jetzt kämpfst du gegen den. Dein erster Boss, bald dein richtiger Boss. Naja. Ja, der erste war jetzt kein Boss. Am Ende musst du wieder bewerten, natürlich. Also bis jetzt habe ich der Eindringling in der Siedlung. Was ist das denn für ein komischer Dämon? Die Säule wird dich vernichten. Die Säule der Flammen. Ich werde dich vernichten. Du wirst nie wieder den Menschen hier auf den Geist gehen. Geschweige denn die Nächte rauben, den Schlaf rauben oder das Leben nehmen.
Du Widerling. Du niederes Dämonenwesen. Kamst in unsere Welt und vernichtest alles, was uns lieb ist. Hohoho! Mein Goku hat nicht mal ein Problem mit dem hier. Weil er doch einfach eine Säule ist. Nein, ich hab den ultimativen Move absolut verschissen. Geh. Die Säule, der Schlamm. S-Rang, Budi. Sehr gut gemacht. Hast du gut gemacht. Und wieder hast du übersprungen. Jetzt gibt nächstes gegen den Sumpf, den wir doppelhören nicht. Anubis ist das allererste Mal, dass du mit Nesco spielst? Ja. Oh, der Typ freut sich schon richtig. Aber sie ist sexy, Digga. Also sie kämpft sexy. Okay. Will ich jetzt nicht zu sagen. Rengoku nochmal. Und nochmal die Feuergott halt kann ich. Oh, jetzt ist er in seinem Ultimodus an mir. Ich seh's. Ich freue mich schon, wenn du mein Nesco gegen mich bekommst, Alter. Aber ich kann hier nicht so rumschwimmen, ich bin auch gesagt. Und nochmal gegen den einsamen Energie. Und nochmal wird die Säule Rengoku keine Probleme gegen dich haben. Aua. Oh, liebe. Rengoku hat überhaupt keine Probleme. Digga, der ist ja mal nervig. Vielleicht sollte ich erstmal abwarten, bis er aus dem Ultimodus raus ist und ihm dann eine Nesco-Schelle geben. Das wäre, glaube ich, sehr sinnvoll. Okay, warte, mein Controller ist etwas leer. Schellen sind doch immer gut. Oh. Ulti von der Rengoku. Geheimtechnik. Neunte Form. Fegefeuer. Oh, geil. So. Oh. Was war denn das? Ach, nichts Wichtiges. So, jetzt sollte es das mit ihm gewesen sein. Und er steht wieder auf. Was ein Dreckskerl. Ich habe außerdem Tanjiro schon wieder in den Schlagabtausch geschickt. Hier ist Tanjiro wieder. Ah, Rengoku, Alter. S. Tanjiro Rengoku einfach anguckt, Alter. Nee, ich habe jetzt endlich von Inosuke endlich mal ohne Wildschweinhut bekommen, Alter. Danke. Es gibt Berichte über einen Dämon tief in den Bergen, der die Menschen mit seinen scharfen Klauen und einer Mischung aus Giftspucke und Atem angreift. Schalte ihn aus, bevor noch mehr Unschuldige zur Sache kommen. Ich würde so gerne in der letzten Minute ein NBA-Spiel, was fortgeschrittene NBA-Technik natürlich beinhaltet, sein und einfach nur meine Atemtechnik aussuchen. Dann würde ich da richtig drin kämpfen mit zwei Atemtechniken oder so. Ja, Digga. Ich habe Orokadaki noch gespielt.
Digga, es ist halt richtig nervig, wie der Kerl durchgehend abhaut. Ich spiele jetzt, glaube ich, nochmal den Lehrer. Und den Schüler. Beide mit der Waffe. Ich weiß, dass du von den Dingern ausweichen musst, ne? Ja, nee, Digga, ich greife ihn einfach ran. Ist mir doch egal, ob er stark ist. Zuerst kommt der Schüler hoch und da lass ich das erstmal machen. Ja, jetzt kommt diese Speedst. Oh mein Gott, ich hab ihm den Kopf genommen. Rang S. Tonjido. Ich hab ihm meinen Körper abgehakt. Und war er von 1 bis 10? Eine 7. Der war recht schnell. Der ist schon etwas anderer Kaliber, muss man mal sagen. Der war extrem nervig. Ach nein, ich habe schon wieder die Ulti von Orokodaku. Und wie viele Kapitel gibt es denn in dem Game? Nein. Wie viele? Das muss ich gerade mal nachgucken. Sag doch einfach. Acht. Ach du Scheiße, und ich bin erst beim dritten? Dafür ist aber zu der Verteidigung des Kapitels, dass Kapitel 6 komplett ohne dass du überspielen musst, das ist einfach nur gucken. Und Kapitel 7 ist ein etwas wenig rumlaufen, aber sehr viel gucken. Also kannst du viel skippen. Also 6 und 7 sind eigentlich keine richtigen Kapitel. Weil es da um die Verschwörung ging und dann kommen die Säulen noch dazu. Dann kommt er wieder zu Shinobu, macht das kleine Training da. Und ich brauch zu sehen, die Mission nochmal gestartet. Morgenzug musst du aber an sich nicht machen. Weil das ist ja nervige Boss, weil du kannst es machen. Aber wenn du Rengoku normal kaufen kannst, dann musst du es nicht machen. Aber wenn du die Geschichte halt vollenden willst, musst du es halt. So schon machen. Weil die beiden haben jetzt auf S abgeschlossen. Hier bin ich, hier muss ich noch unterwegs sein. Hier fehlt mir nämlich noch Rang S. Tanjiro. Und Orokodaki. Auf normal. Schwer meine ich. Eine Sondermission, die Bedrohung in den Wäldern. Muss man die spielen? Nein. Hast du die Mission nicht gerade gespielt? Ich spiele die gerade, aber die kannst du auch am Ende machen. Die haben keine Relevanz für die Story. Ja. Überhaupt keine so. Und wie ist dieser Musan eigentlich zum Dämon geworden? Er ist einfach der Erste gewesen. Ja, wie ist er dazu geworden? Der hat sich einfach verwandelt. Irgendeinen Grund gab es dafür, ich weiß nicht, das wurde nicht erzählt. Im Anime jedenfalls noch nicht. Und die uralte Geschichte von Demon Slayer könnte man mal in einem Film erklären, aber ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Und weißt du, wann Doppel D wiederkommt? Wann der wiederkommt? Doppel D. Ach du meine Fresse. Nein. Was macht er denn gerade? Wer denn? Doppel D. Doppel D, Alter, wer ist das? DD. Sprich Klartext! Daniel D. DD. Daniel Duas, keine Ahnung. Der ist halt beim Röntgen. Digga, wie lange? Das dauert keine 6 Stunden. Er ist um 14 Uhr abgehauen. Das waren vor 4 Stunden. Ey, ich hasse diese Ulti! Oh, gut, das, ich hasse deine Ulti, weißt du das?
über Kopfwurf. Hab ich besiegt. Dämon tot. Lang S, so muss das. Ich muss ich das erste nochmal spielen auf A. Tanjiro läuft in der Stadt rum. Ja, genau. Und so ist begegne ich dem Kerl ja. Musan Kibutsuchi. Das würde ich nämlich gerne sehen. Erstmal kommst du noch zum Udon-Verkäufer, ne? Stimmt. Ich hab's übersprungen. Was hast du übersprungen? Es. Hier, wunderbar. Endlich habe ich mal Orokudakis Ulti getroffen. Was ist sie? Zeig sie mir. Wasseratmung, achte Form. Ach, das ist er. Sturzbecken, ach, meine Frau. Du bist auf meinen Trick reingefallen, Dämon. Du hast einen Pech gehabt. Rang A! Schon wieder nur Rang A! Ey, Digga. Ich will das auf S hinbekommen. Ich nehme gleich, wenn es nicht nochmal mit Orokudaki funktioniert, nehme ich einfach fucking Rengoku, Alter, und mach das. Na, mach das doch. Nein, ich will nochmal mit Orokudaki versuchen. Orokudaki ist ein super Dämoniker. Er war mal eine Säule. Ich will das jetzt mit der ehemaligen Säule schaffen. Ah, du bist richtig motiviert, in der Stadt rumzulaufen. Weißt du, eigentlich will er einfach nur endlich fertig werden, damit wir spielen können. Was passiert? Er muss erstmal noch schön in der Stadt rumlaufen. Was hältst du davon? Sei ehrlich. Er ist genervt, okay. Aber gleich kommen wir zu Noske. Schau mal, sehr motivierend. Komm, spuck wieder in die Luft. Da ist er. Spuck mal dein Gift wieder in die Luft. Ich dachte, da ist Inosuke, Alter. Ich dachte schon, du hast so viel übersprungen und sonst was, dass du auf einmal direkt bei Inosuke warst. Aber du bist erst bei Musan. Und das überspringst du nicht. Hä? Hab ich schon. Ich wollte schon sagen, Alter. Du weißt ganz genau aber noch aus dem Manga, wie das Treffen aussah von ihm und Link, ne? Die haben geredet, dann hat Tanjo ihn verschont. Er hat ihn nicht verschont, er musste ihn verschonen. Weil er zu viele Menschen waren. Und dann kamen noch die anderen Dämonen. Ja, dann ist er zu ihnen gegangen, dann wurden die angegriffen. Nein. Wasseratmung, achte Form. Sturzbecken. Die ehemalige Säule hat es hinbekommen. Aber ich weiß nicht, ob es auf S ist, aber ich hoffe es mal. Ich habe jetzt keinen, also ich habe wenig Schaden nur verloren. Eigentlich sollte das auf S sein. Danke, endlich. S. Kann ich jetzt weitermachen. Und da das hier eine Säulenmission ist, muss ich Rengoku spielen. Normalerweise würde ich jetzt auch sehr gerne Shinobu spielen, aber ich werde erst diese Charakter spielen, wenn ich mit Anubis im Online-Kampf spiele. Du musst mich nicht immer Anubis nennen. Du kannst auch sagen mit dir. Nö. Wieso soll ich das? Ich rede doch mit dir, also kann ich doch auch Anubis nennen, oder nicht?
Ist das eine Frechheit? Soll ich mal dir sagen? Hey, dir. Wieso hat der Stachel an seinem Ellenbogen? So, Rengoku zeigt sich auch mal seine Power. Sollte reichen, 16 Treffer. Ich habe keine Ahnung, was er für ein Gegner ist. Er scheint aber auch wieder so ein Giftdämon zu sein. Irgend so ein Dämon. Gift doch, nee. Scheiße. Das wird definitiv kein S werden. Geintechnik. Neunte Form. Fege Feuer. Rengoku. Die Flammenkampfkunst wäre, glaube ich, sogar meine Lieblingskampfkunst. Das ist meine Lieblingsart. Würde ich, glaube ich, am liebsten lernen. Also so ein Striker, Alter, von Demon Slayer, sofort Rengoku kaufen, Alter. Nein, das ist der allererste Dämon mit zwei Lebensbalken und mit Ulti-Modus. Oh, oh. Ho, ho, ho. Digga, ich hab lange nicht mehr gegen so eine schöne KI gekämpft. Das macht doch Spaß. Eine Herausforderung. Ausweichen. Das ist mal eine richtige Herausforderung im Gegensatz zu den anderen KIs. Feine Säule muss es nicht mal eine Herausforderung geben. Er ist aus dem Modus verschwunden. Rengoku wird diesen Kampf zu Ende führen. Und nochmal. Geheimtechnik. Neunte Form. Fegefeuer. Och, Digga. So eine Illusionswand. Die hat mich richtig verwirrt. Rengoku. Sure. Ich glaube, die Flammenarten wäre echt meine Lieblingsatmung. Die ist so schön. Tanjiro, hättest du mal ganz kurz die Ehre, mir zu helfen? Nö. Nicht du. Ich bin aber Tanjiro, der einzig wahre. Vor 2 Sekunden, ich hasse Tanjiro. Nee, das war vor einer Stunde. Nee. 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 Und nebenbei, ich hasse Tanjiro. Kann ich nicht nachvollziehen. Tanjiro hat sogar den letzten Schlag gesetzt. Aber es ist leider kein S, das heißt, ich muss es nochmal wiederholen. Haha. Digga, wie schlecht bist du? Keine Ahnung. Frag mich. Wie schlecht bist du? Weiß ich nicht, frag mich. Wie schlecht bist du? Keine Ahnung, frag Anubis. Anubis, wie schlecht ist er? Er ist scheiße. Okay, Anubis. Komm online, komm. Jetzt. Nein. Die Nesco hinter dir herläuft. Du müsstest eigentlich umdrehen, Hose runter und du weißt, was dann passiert mit deiner Schwester. Digga, Grey. Das machen vielleicht andere Anime, aber no way, Diggi. Nein. Du bist ja, würde sowas nicht tun. Naja. Das war jetzt wirklich mal eine richtig schöne Kombinationsattacke von Rengoku. Graziös. Ach, schon wieder so ein Dämon. Ach du Scheiße, ist der hässlich. Wieso habe ich manchmal. Hey Grey, die sehen aus wie du nach dem Duschen. Nackt? Ach du Scheiße, nein. Ich meinte eigentlich gruselig, aber okay. Nach dem Duschen bin ich nass und nackt. Eigentlich weiß ich nicht, wie du nach dem Duschen aussiehst, aber ist doch egal. Nackt. Ja, okay, danke, dass ich jetzt so weiß. Ach, den Anblick. Den Anblick. Den kann man nur vergöttern. Aber den Anblick brauchst du ja gar nicht, Anblick. Ne? Doppel-D Daniel! Ach, ich stream gerade, nur zur Information. Ja, das ist doch wunderbar. Und Ripper gebrochen? Ja. Finde ich gut. Nicht nur ich eine. Auch. Haha, du Loser! Ah, fick dich!
Dann also jetzt lass jetzt deinen erzählen. Was denn passiert? Ja, Digga, das erkläre ich jetzt nicht nochmal, Mann. Nur weil du nicht da warst. Ich war jetzt gerade eben das Gut, Digga, vor 4 Stunden. Ja. Also ich musste ja auch im Wartezimmer sitzen, Digga. Die meisten da sind Corona-Patienten, Digga. Die sind wichtiger. Die sind wichtiger. Digga, und ja, wichtig. Jedes wichtig hörst du, ja? Ja, laut den Arzt sind Corona-Patienten wohl doch wichtiger als ein Rippenbruch, Digga. Auf jeden Fall. Lass dir jetzt wohl mal Daniel erzählen, ja. Auf jeden Fall. Dann haben die mich in die Röhre, also in diese Röntgenscheiße da geschickt, Digga. Dann haben die gesagt so, ja, also beim ersten Röntgenbild haben die nichts gesehen, Digga. Dann kam auf einmal die Ische, hat mich nochmal geröntgt, Digga. Ich dachte erst so, okay, was los, Alter, warum zweites Mal röntgen? Auf einmal sagte sie so, ja, die erste Rippe von rechts und die dritte Rippe von rechts ist angebrochen. Achte vor am Sturzbecken, ja? Ja. Dein Goku. Okay, okay, und was ist passiert? Ich hab's gesagt, Digga. Ey, bitte, ich weiß es. Gray, kannst du es mir erzählen? Nein. Wieso nicht? Vielleicht muss ich dir selber erklären. Auch bitte, Digga, Daniel. Digga, ich hab einfach erste Rippe von rechts und dritte Rippe von rechts ist gebrochen. Fertig. Wobei? Du brichst dir doch nicht einfach so aus Versehen 2 Rippen. Er hat Noah versucht zu verhauen, hat es geschafft, aber dann hat er ihn umbringen wollen, hat Noah in eine reingehauen, weil Daniel so nett war und ihn nicht getötet hat. Dankeschön. Das ist eine Lüge. Nein, Mann, ich war beim Training mit, hatte Hantelbank und dann habe ich 140 Kilo gehabt. Ich habe sie 4-mal hochgestemmt. Beim 5. Mal hat mein Spotter versagt und dann ist mir die Hantelstange auf der Brust geknallt, Mann. Als er abrollen wollte. Ist nicht so gut. Und dann ist mir Digga, es war nicht witzig, Digga, weil du würdest dann nämlich erstochen werden dabei, wenn dir eine 140 Kilo Hantel auf dich drauf fällt, bist du durch. Also die Rippe zu brechen ist echt nicht schön. Anu, hast du jetzt schon mal was gebrochen? Nee, und darauf, deswegen bin ich glücklich. Dann hältst du jetzt mal ganz, ganz schnell die Klappe. Hältst du jetzt wirklich mal ganz, ganz schnell die Klappe. Da machst du jetzt den Mund. Ich wollte gerade sagen, Digga, das tut Schweine weh am Anaziki, ey. Nee, der weiß einfach nicht, was ein Bruch allgemein ist. Es hat erst richtig. Ja, richtig ist, es hat erst richtig weh getan, also wirklich richtig, richtig weh getan, wo mir der Arzt die Rippen abgeklopft hat, Digga. Da dachte ich mir so, will der mich umbringen oder so, Digga? Er klopft da so an die Rippe, ich so, bist du des Wahnsinns, ey? Bist du geisteskrank? Ja. Und genau in dem Kontext habe ich das gesagt. Ich habe gesagt, bist du des Wahnsinns, bist du geisteskrank? Du hast mir gerade fast die Rippe nochmal gebrochen. Und dann guckt er mich so an, so, ja, das war nur ein Gefühlsausbruch. Ich hab dann nur, wo er mich so komisch angeguckt hat, habe ich gesagt, ist nur ein Gefühlsausbruch gewesen. Das hat ganz schön wehgetan. Sie haben mir da rangeklopft, wie so, als wär das irgendwie ein Nagel, den sie da irgendwie reinhämmern wollen. Das ist so, und dann hat er mich so angeguckt so, und hat gesagt so, ja, ihre erste Rippe und ihre dritte Rippe von rechts ist gebrochen. Ich so, ja, logisch. Mir ist die Handelstange ja auch nur auf die rechte Rippe gefallen. Logischerweise ist das die rechte Rippe gewesen, nicht die linke. Wäre ja komisch, wenn die linke gebrochen wäre. Und dann dachte ich erst so, ja, was muss ich denn jetzt machen? So, muss ich jetzt operiert werden und so? Er so, nee, die ist ja, operiert werden müssen sie nicht. Aber das ist halt schmerzhaft beim Luftholen. Ja, es hat erst, das war erst, ich glaube, er hat mir die Rippe gebrochen beim Abtasten, Digga, gefühlt. Weil ich hatte diese Atemprobleme, hatte ich, bevor ich beim Arzt war, nicht. Digga, und jetzt tut mir beim Einatmen die ganze rechte Seite weh und beim Ausatmen tut es noch viel, viel mehr weh. Da denke ich mir so, what the fuck? Ja, weil das Traurige ist, bei Rippenbrüchen, dass die Lunge ja logischerweise mit den Rippen zusammenhängt. Ja. Beziehungsweise mit den ersten Rippen, mit den kleinen Rippen. Und jedes Mal, wenn du deinen Brustkorb bewegst, um einzuatmen, bewegt sich das ganze Rippenspektrum. Das heißt, dass es jedes Mal weh tut. Und deswegen... bin ich sehr froh darüber gewesen, dass ich, sagen wir mal, nur meinen Arm gebrochen habe. Weil Rippenbrüche finde ich nach meiner Meinung nach mit am schlimmsten, weil das sind richtig eklige Brüche. Weil ach du Scheiße. Jedes Mal beim Atmen, was du mehrere tausende, abertausende Male am Tag tust, es weh tut. Ich frage mich zwar trotzdem, warum es ausgerechnet, also klar, ich kann mir denken, warum es der erste war, aber ich kann mir nicht erklären, warum der dritte gebrochen ist und nicht der zweite. Das verstehe ich nicht so ganz, weil der nach dem 1 kommt 2, logischerweise. Sind Hanteln nicht rund?
Digga, mir ist die Hantelstange, also beim Hochdrücken, ist die komplette Hantelstange mit 140 Kilo auf meinen Brustkorb draufgekommen. Dachte ich zumindest, dass es mein Brustkorb war. Aber es war wohl mehr Rippe als Brustkorb, weil das ist ja leicht zusammen, also das ist ja der Mittelpunkt des Menschen halt so. Also die größte Angriffsfläche. Und dann habe ich gedrückt. Ich hab's auch hingekriegt, Digga. Es lag jetzt nicht am Gewicht, aber der Spotter, der aufpassen sollte, falls es zu viel wird, hat an seinem Handy rumgespielt und hat nicht aufgepasst. Und dann war das so, dass ich gedrückt hab die ganze Zeit, Digga. War voll in meinem Feeling, Digga. Und dann irgendwann mal ist doch klar, dass du irgendwann mal nicht mehr kannst nach so und so viel Wiederholung. Und dann hat er aber nicht geholfen, sondern mir ist mein Arm eingesackt und ich wollte nicht, dass mir meine Arme komplett durchbrechen. Deswegen habe ich extra nachgelassen und aber zu schnell nachgelassen. Und deswegen ist es mir auf die Rippe geknallt. Ja, hast du es jetzt verstanden? Kurze Frage zu Anubis, wie fandst du gerade den Kampf gegen Susamaru? Da war ich... Also der war echt schwer, eine 8. Ein B bekommen. Oder eine 9. Wer ist Susamaru? Susamaru ist die mit den Wellen. Ja, wer von euch guckt die gerade eigentlich Fernsehen, Mann? Ich gucke nicht Fernsehen, ich gucke den Stream von Anubis. Also, nee, Momentchen mal. Du, Susamaru war der Wellenmann? Die Wellenfrau, die sich zu einer von den 12 Dämonenmonden gehalten hatte. Das war da, als die Kamau die Dämonen angegriffen hatten bei ihrem Haus. Da waren noch diese zwei, die das behauptet haben. Du meinst sie, die Welle geworfen hat? Hab ich doch gesagt. Ich hab Wellen-Dämon verstanden. Oh, ich Welle. Auch. Ich hab Wellen-Dämon verstanden, Digga. Holy shit, nein, das hast du auch wirklich. Ich hab wirklich Wellen-Dämon verstanden. Nicht Bälle. Bälle. Ja, das hört sich an wie Bliert. Digga, dieser Kerl nervt mich sowas von. Neues hast du das gerade nochmal im Hintergrund gehört, Daniel? Ja, hab ich. Naja, ich fand's lustig. Ich würde mir den Stream ja auch angucken, wie er elendig versagt, aber mein Handy ist leer. Guck dir auf PlayStation an, ich stream jetzt nicht. Ne, ich weiß, aber ich hab Luis nicht, als ich glaube, ich hab den nicht bei YouTube. Ja, aber der Titel einfach, ist einmalig. Gib einfach Köpfe abhacken ein. Frag lieber nicht. Er hat nicht Köpfe geschrieben und er hat auch nicht Köpfe mit Doppel-T geschrieben, er hat Köpfe geschrieben. Nein, hat er nicht wirklich gemacht. Hat er wenigstens ein Ö benutzt oder ein O nur? Nee, er hat zum Glück ein Ö benutzt, Alter. Alter, ist der blöd, Alter. Ja, und dann steht da jetzt Köpfe abhacken oder was? Nee, Köpfe. Ich schreibe das jetzt, wenn ich das als erstes finde, Digga, richtig krank. Ist das das erste, was man findet? Nee, ich kann nicht, hier gibt's ja gar kein Ö. Was soll ich denn? Noch gibt es, wenn du unten auf dieses L-Zeichen drückst, dann findest du die ganzen anderen Sonderzeichen. Ich hab ihm den Kopf abgehakt. Körper abhaken. Und noch ein S-Rang. Eingesprochen. Das wird's nicht finden. Alle Wörter, die muss er finden, ja, kann er nur, wenn es gibt. Ja, warte mal, Digga, ich hab da kein Ö. Das ist verkacke, Digga. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Bei 1, 2, 3? Bei DE? Heute Abend könnte ich noch Guardians of the Galaxy machen, Daniel. Ja, ist ja auch noch früh. Ich musste, meine Mutter bringt erst von der Apotheke, ich habe ja ein Rezept bekommen, nur ich hatte mein Perso, aber ich habe mein Perso vergessen und ich wollte mein Perso sehen, Digga. Und dann habe ich, abgelaufen, perfekt. Darauf achten die gar nicht, die wollen aber trotzdem wissen, wie alt ich bin und vor allen Dingen, ich auch Krankenkarte zählen die nicht, das heißt, meine Mutter muss das jetzt für mich holen und deswegen muss ich bis 20 Uhr warten, Digga, und ich will mir einen fucking Döner holen, Digga, ich habe voll Hunger, Digga, ich bin voll am Saften, Digga. Den ganzen Tag haben wir uns gegessen. Ich würde trotz allem heute nicht spielen, aus dem Grund, weil das Einzige, was du wahrscheinlich spielen würdest, ist Demon Slayer. Und das ist echt nicht gut für dich, Daniel. Da regst du dich auf, stehst auf und schreist rum und dann brichst du dir noch mehr. Ja, nicht mal unbedingt ums Rumschreien, aber ich würde, wenn dann nur Story Games spielen, wo du nicht viel drücken musst. Und bei Demon Slayer musst du halt echt viel drücken. Und man merkt, das ist die einzige Sache, die einen Vorteil nach meiner Meinung nach gibt, wenn du Schmerzen Anubis, irgendwo an der Stelle hast. Du kleiner Hundesohn, wie heißt du, Digga? Ich geb dich ein, Digga, Anubis heißt er. Aber es gibt da viele Kanäle, das ist das Problem. Digga, ich hasse es über PlayStation, über Handy hätte ich dich schon lange gefunden. Also, Daniel, darf ich jetzt zu Ende reden? Ja.
Also der einzige Vorteil an Schmerzen an einer besonderen Stelle am Körper ist, du merkst erst, wenn du Schmerzen oder Brüche hast, wie oft du eigentlich die Muskulatur oder sonstiges in diesem Bereich nutzt. Das heißt, du wirst jetzt schon mit deinen Brüchen merken, wie oft du eigentlich deine Rippenmuskulatur brauchst. Er wird mir sofort angezeigt, ne? Sofort, wenn ich auf Abos gehe, da wird er mir bei alle sofort angezeigt mit Köppe abhacken. Digga, du hast Köppe echt sehr maschallah geschrieben, muss ich sagen. Köppe. Dankeschön. Was willst du an? Du musst jetzt schon wieder einen Charakter kaufen. Ich überlege, ob ich mir... Na, ich mach jetzt Stream aus. Ich will Guardians of the Galaxy runterladen. Ist dein Ernst, Digga? Ich bin gerade erst reingekommen, du Hund. Okay, dann kauf mir jetzt Zenitsu und ich und Gray machen ein paar Fights. Wir machen dann, wenn dann, Random Fights. Weil das ist das Einzige, was ich wollte. Dann kauf ich mir aber noch Zenitsu trotzdem dazu. Ja, dann kauf du jetzt Zenitsu. Also ich glaube, das ist ja... nur Zenitsu, weil ich zu ihm gesagt habe, weil das ein Spam-Character ist. Deswegen kommt das nicht das jetzt. Ja, passt doch. Daniel, was sagst du dazu? Schmutz. Ja. Ja. Ich habe aber schon so viele Konter gegen den herausgefunden. Ich sag dir einfach die Konter, Greg. Ich freue schon jeden einzelnen Kampf für dich. Ja, wir haben vorhin schon gespielt, als ich nur die Schule Charakter und so hatte. Ich mach einfach nicht mal Kämpfer und Dings. Ich lade dich ein, Gray. Nein, du lädst mich nicht ein. Ach, wieso nicht? Dann kommt immer eine Scheiße raus. Ich will auf der richtigen Seite starten, nicht auf der ekelhaften Seite. Mann, aber dann bin ich auf der ekelhaften Seite. Interessiert mich nicht, du bist das Opfer. Das macht doch gar keinen Sinn, Digga. Ihr kämpft doch so oder so, Digga. Jetzt halt nicht rum. So, okay, warte, dann mach ich mir jetzt noch ein Profilbild. Mach das, ja, und dann geh ich auf Toilette pissen. Und deine Hilfe beim Profilbild aussuchen. Wen nehme ich denn? Der hat ja kaum welche frei, Digga. Wie soll ich ihnen denn da helfen? Das ist sexy. Sehr sexy. Denke die Worte. Übersicht. Die denkwürdigen Wörter brauchst du nicht, Digga. Richtig unnötig. Also eine kurze Sache, Daniel. Ich habe einen von diesen denkwürdigen Sätzen mit reingenommen. Dann rat mal, von wem der ist. Weiß nicht, Rengoku natürlich. Ja, du weißt doch welcher. Nee, da gibt's viele, Digga. Ich habe auch welche von ihnen drin. Einen speziellen habe ich, einen ganz genau speziellen. Ich werde euch alle als Schüler aufnehmen. Nee. Einfach einen lustigen. Ein was? Ich finde, ich bin eine schöne Säule. Ich bin aber eine schöne Säule. Alles klar, Digga. Rat mal, welches Charakterprofil ich habe. Welches Profilbild ich habe. Rengoku? Mal, bevor er drin ist. Nee, du darfst nicht sagen. Das muss Daniel sagen. Okay, aber vorhin, Du hast noch Zenetsu drin, Alter, immer noch, oder nicht? Ja, ich habe auch Rengoku drin, Digga. Ich habe nur Rengoku drin. Ich habe nicht Rengoku drin. Shinobu! Ja. Natürlich, Shinobu! Was denkst du denn? Das war die Lieblingssäule. Auch wenn ich Rengoku mega feier. Jetzt sehe ich wenigstens, auch wenn ich nicht selber spielen kann wegen meiner Rippe, kann ich immer noch zusehen, wie dumm und wie spammig Anubis spielt oder wie spammig Gray spielt. Digga. Also ich habe ihn vorhin schon die ganze Zeit Kopf genommen. Ja, wow, aber du hast echt mies gespammt. Ich habe überhaupt nicht gespammt. Ja, das sagst du immer. Du bist derjenige, der die ganze Zeit blockt, außerdem in dem Spiel, wie Daniel gesagt Anubis. Hat, ist nicht anders als Spam. Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt's, du kannst in diesem Spiel einfach aber nicht spammen. Aber er ist ein Blocker, er ist ein richtiger Blocker und das geht mir auf den Sack bei dem Typen. Ich hab, greifst du ihn, weil Greifen ist ja durchblocken. Greifen ist ja, immer, geht immer durchblocken. Aber ich muss das immer bei ihm machen, damit seine Kack-Block-Scheiße kaputt geht und ich ihn endlich angreifen kann. Das geht mir auf den Sack bei dem Typen. Ja, Digga. Gray, wer ist welche Seite jetzt? Alter, Ich bin hier der Farbige. Ich bin der Farbige. du bist der Originale. Ja, ich bin der Originale. Sabito ist so krank, ne? Ich schwör, Sabito ist richtig krank in Kombis. Water Wheel hat gefühlt, wie nennt sich das Auto-Aim? Bam! Gut geblockt.
Oh, schade. Oh Mann. Ja. Bam. Das war schön leise, Jan. Naja. Oh nein. Oha, da hast du aber richtig Saft gehabt, Digga. Richtig Glück. Ja. Ah, nur mit halt die Klappe. Nur weil du verlierst, musst du mir die schlecht machen. Hä, hey, Digga. Selbst Daniel hat gerade gesagt, dass du Glück hattest. Ja, bei den einen, nee, nur bei den einen Greifen hat er Glück. Digga. Mhm. Und du sagst, du bist kein Spammer. Man kann nicht dann. Ich kann doch nicht die ganze Zeit dich mit Viereck umbringen. Doch. Mir geht es darum, dass du. Nein, das geht eben nicht. Du musst mit Dreieck angreifen. Wenn du so gut bist, wie du immer sagst. Digga, Anubis, so funktioniert das Spiel. Das ist keine Ausrede. Weißt du, wie ich das hasse, wenn der Typ verliert und dann in seinen ekelhaften Modus geht? Genau das ist der Modus, den ich bei Anubis hasse. Hä, welchen Modus? Dann redet er so ekelhaft kindisch. Das hasse ich bei Anubis. Dieses so, du könntest es so und so und du sagst immer, ne, es geht mir so auf den Sack, weil er weiß, dass er verliert. Anubis, es ist einfacher, das Spiel zu spielen, wenn du in Bewegung bleibst. Es ist einfacher, das Spiel zu spielen, wenn er nicht kindisch und wieder redet wie sonst was, Alter. Geht mir nicht auf den Sack. Und behalte doch verdammt nochmal deine Hilfscharakterbalken. Ja, er macht nix. Er blockt auch nur. Das tut weh. Und das ist immer das Nervige. Ah, die Attacke von ihm sieht geil aus, Digga. Ja, das geht. Ich find's cool, dass er halt die Wasserkampfhaltung hat. Das ist das Nice. Aua, der Anubis, Digga. Digga. Ja, wow, Diggi. Ja, wenn du mich nochmal angreifst, ist klar, dass ich die Ulti mache. Nee, das Problem halt. Digga, wie oft macht ihr das, Digga? Was? Ja, deswegen, ich hab das, dann am Ende habe ich das gemacht, dann habe ich meine Ulti gemacht. Wie oft die aneinander abgreifen. Ja, dann habe ich meine Ulti gemacht, weil das nicht abwehren kann. Sage yo. Ja, geil, ja, jetzt hast du mich. Okay, du hältst mich jetzt. Anubis, Gray spielt offensiv, Digga. Versuch doch von oben an ihn ranzuspringen. Das kann er nicht blocken. Guter Tipp, Daniel. Dankeschön, Daniel, Digga. Ja, Digga. Du spielst zu defensiv. Guck mal, das war jetzt schön über seine Ulti drüber gesprungen. Digga, Gray, brauchst jetzt nicht klatschen. Nein. Daniel freut sich schon, gegen mich zu kämpfen. Nein, er hat gar keinen Bock, das hört man doch. Ey, wieso? Ich bin selber no abgehoben, aber ich bin selber echt gut. Bezeichnest du mich also als gut, wenn du selber sagst? Interessant. Ja, ich habe das ganze Spiel auf Platin gezockt, Digga. Weißt du, wie scheiß anstrengend das war? Ach du meine Fresse, ich hab die... Oh Mann, Digga. Die Runde wird safe, nur bis gewinnen, Digga. Guck dir das mal an. Digga. Ich weiß ja nicht, wen du hast, Digga. Das wirst du jetzt sehen. Er hat den beschissensten Charakter im Game. Aber er hat. Nein, das ist voll gelogen. Ja, das aber ist, das ist der andere, interessiert ja, mich nicht. Murata ist ein S-Rang-Charakter. Ja, aber der geht mir auf den Sack, weil er kacke ist. Ich hab aber nur trotzdem mit ihm besiegt. Aber trotzdem! Der Nesco, Digga, die hat eine übelste Kombi, Alter. Ich auch. Oh, ich liebe sie nicht so, Alter. Ich weiß nicht, okay. Aber Orukadaki ist, glaube ich, mit Abstand der ekligste Charakter der Welt, ich schwör. Er kann ja diese komischen Fallgruben machen. Das ist mein Charakter, Digga. Er kann ja diese Fallgruben machen, ne? Ja, weiß ich. Ja, und der braucht sich einfach nur immer die hinter den Fallgruben stellen und du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Der fickt dich damit komplett. Welle. Ja, Digga, ich lade grad nur. I'm the Venom. Digga, ich block gar nicht mal mehr. Wieso kann ich die Combo nicht einfach beenden? Das Game ist halt so verbuggt an vielen Stellen. So, das reicht jetzt. Das Game ist halt anders verbuggt, weil ich habe aufgehört zu blocken und trotzdem hat Zeni zu weiter geblockt. Nee, das ist ja. Du hast die Kampfhilfe an. Hey, was, stopp, wie macht man die aus?
Schade. Naja, das kannst du nicht im Spiel machen. Ja, ein Autoblock, das habe ich noch nie, das habe ich noch nie gesehen. Doch, sobald da hilft der. Du hast eine Hilfssteuerung an. Und solange du die Hilfssteuerung an hast, blockt er automatisch für dich. Das heißt, manchmal kann es sein, dass er dir dann hilft, die Hilfssteuerung. Ich feiere es bei Orokodakis Ulti, dass er so schwarz-weiß-mäßig ist. Das finde ich cool. Was ich nicht feiere, ist, dass du da gerade reingelaufen bist. Ja, ich bin gar nicht, ich bin einfach rumgestanden. Warte, bis er wieder aufsteht. Danke. Aber er hat den Orokodaki in Jung genommen. Nein, wir haben zufällig Kampf. Wir machen zufällig Kampf. Ach so, aua. Ist mal einfach ein Judo-Wurf. Ah, Grey Orokodaki ist eklig, Alter. Weiß ich. Das war eine gute Kombi. Das werde ich nicht treffen. Ich weiß ja nicht mal, wie ich meine Ulti gemacht habe, um ehrlich zu sein. Digga, der schlafende Zenitsu. Aber ich muss einfach nur die ganze Zeit hochbringen. Ich weiß auch nicht, wieso er den mit Schlafanzug hat. Du brauchst seinen Blitz einfach nur blocken. Das könnte ich in der Theorie auch machen. Ja, aber und dann lässt du ihn ein paar Mal zuschlagen und genau in dem Moment haust du ihn dann. Ich hab gefühlt Zenitsu studiert, Digga, weil ich ihn immer als Online Gegner hatte. Machst du auch mal was? Nee, ich guck grad nur, was für Fähigkeiten er hat. Oh, danke. Oh, Kanaki, Alter. Danke. Oh. Die Fähigkeitstasten sind doch alle gleich. Nein, jetzt musst du gucken. Hä, wieso? Die Fähigkeitstasten sind alle gleich, die du drücken musst. Wie war das? Ja, gut. Danke. Nicht das Ulti-Fies, by the way. Weil die Tastenbelegung ist doch alles gleich, Digga. Das heißt, wenn Nesco mit Viereck, 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 Dreieck diesen einen Kratzer macht, dann machst du mit Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck dieselbe Technik. Nur halt nicht Kratzer, sondern Schwert. Die will ich sehen. Erste Form, blitzender Donnerschlag, sechsfach. Auch wenn es im Schlafanzug absolut scheiße aussieht, aber ja. Ja, ich habe halt den Schlafanzug bekommen. So weit kommst du nie zu mit deinem Lock Free Sticker, geil. Umso weniger er bei dir gehittet hat, umso mehr Schaden macht sein Ulti, wenn er trifft. Deswegen benutzen auch viele Rengoku. Hauen mit Shinobu die ganze Zeit drauf, tauschen schnell zu Rengoku, machen die Ulti. Und die Ulti von Rengoku fickt dich dann komplett. Du bist einfach nur auf den Nerven, weil du die ganze Zeit bei dir konzentrieren musst, ob du blockst oder nicht, Alter. Das geht mir auf den Sack. Jo. Und stell mal vor, es gibt einen guten Zenitsu-Spieler, Digga. Außer jetzt mal Anubis, der absolut bad ist mit dem. Ja, noch hat er echt Kacke. Keiner hat getroffen. Wir haben beide gleichzeitig gemacht, hä? Nein, ich war vor dir. Da hätte ich die Ulti jetzt nicht gedroppt, Digga. Da hätte ich gewartet, bis er angekommen wäre. Hätte ich auch normalerweise nicht. Aber ich dachte eigentlich, dass ich in meiner Kombi hatte, aber ich habe die gedrückt, doch, weil er von meinem Teammate gerettet wurde. Ja, lass mich doch mal ausreden. Das ist halt dieses kindische Verhalten, Digga. Geh mir nicht auf den Sack jetzt. Digga, in welcher Welt war das gerade kindisch? Anubis, das ist dieses typische Verhalten, wenn ich dich... Das habe ich auch schon früher in Storm 4 immer bei dir gehabt, Digga. Jedes Mal bist du dann frech geworden. Jedes Mal! Es geht mir so auf den Sack! Weil du einfach nicht normal bleiben kannst, weil du einfach ein schlechter Verlierer bist. Das geht mir auf den Sack bei dir. Wie oft setzt du eigentlich die Dreieckfähigkeit von Zenitsu ein, Digga? Und dann triffst du auch nicht mal. Du triffst noch nicht mal nie. Das kann ich dir bei ihm auch nicht sagen. Okay, das... Boah, wie weit geht denn die Ulti von dem, Alter? Holy crap. Ziemlich weit. Nein, das ist gerade erst bei der Ulti-Szene. Ja, GG, Grey. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was ich heute noch sagen wollte, weil der frohe, verfickte Wichser mich unterbrochen hat. Digga, du wirst immer direkt beleidigend, voll sad. Ich würde nicht beleidigen, das mache ich immer. Bloß, dass du mir mit deinem Verhalten auf den Sack gehst. Du weißt ganz genau, jedes Mal, wenn du mir mit deinem Verhalten auf den Sack gehst, fliegst du einmal aus der Party raus und kommst wieder, wenn du dich beruhigt hast. Was habe ich gerade mit meinem Verhalten getan?
Also, willst Murat, du, dass ich dich rauswerfe? Ich weiß halt wirklich nicht, was ich getan habe. Ja, das ist die Sache. Das hat meine, nein, warte, nein. Das hat meine Mutter auch mal zu mir gesagt. Ich warte einfach darauf, bis er es selber versteht. Wenn er es nicht versteht, dann ist er raus aus der Party für 15 Minuten. Das habe ich bei Storm 4 bei ihm auch gemacht. Dann kam er ankochen und hat sich entschuldigt. Ja, Digga. Aber solche Entschuldigungen waren einfach nicht ehrlich. Ja. Ich war nur abgefuckt von dem. Nur das Ding ist, ja, Greg, du findest mein Verhalten kindisch, weil du mir sagst, ja, ich hätte erst abgewartet mit der Ulti. Und dann sag ich, ja, aber ja, ich war ja schon raus, hast du gesagt, Ahnung, lass mich ausreden. Geht, ja, du hast gerade, ja, egal. Was mir einfach bei dir auf den Sack geht, ist, dass dein kindisches Verhalten, dieses typische Unterbrechen, dieses trotzige Verhalten mir auf den Sack geht. Du verhältst dich gerade auch kindisch. Nein. Ich fahre okay. Normal und versuche dich zu stupfen. Weil ich kick dich aus der Party. Versagt hat, Alter. Mach das doch. Aber ich nee, das hast du gesagt. Es ist on stream, Jungs. Das stimmt. Ich bin so offen gesagt, der Junge, der fliegt gleich raus. Für eine Stunde. Ja, am besten noch für 8 Stunden, Alter. Dann geht er mir nämlich noch weniger auf den Sack. Fresse. Ja, mal gucken, was wir können. Oh. Warum hast du das jetzt eigentlich nicht abgeblockt, Anubis, Digga, die Technik gerade von Nesco? Wow, die bestimmt nicht so. Das hätte nicht treffen dürfen. Warum das hast hätte du nicht treffen dürfen? Beim Hochspringen Dreieck drücken, Mann. Das hätte nicht treffen dürfen. Ja, das hätte alles nicht treffen dürfen. Aber es hat halt getroffen. Dieses Blocken geht mir auch mehr als alles andere. Der Waterfall hätte ihn treffen müssen, Digga, aber er hat es nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist, Digga. Fuck, ich glaube, ich bin jetzt tot. Fuck einfach das Spiel. Oh, ich bin auch nicht tot. Überlebst das auch, ganz knapp. Ja gut, Diggi. Wieso braucht er ewig lang für seine erste Form? Keine Ahnung. Digga, der Kerl will einfach nicht loslegen. Fang, Hättest du jetzt deinen Donnersprint gemacht, hättest du wahrscheinlich Greg sogar noch besiegt. Ja, er hat seinen Donnersprint doch gemacht. Aber zu spät. Er hat ihn aber gezündet, da warst du schon auf der Hälfte des Weges, Digga. Junge, zugucken ist echt zugucken ist anstrengender als selber spielen, ne? Oh shit, so weit ging es doch noch nicht. Schade. Das ging. Digga, ich feier die Ulti sowas von. In Deutsch will ich die viel mehr feiern, Digga. Ich hasse nicht Japanische. Es geht mir so auf den Sack, dass die nie auf Deutsch synchronisiert wurden. Die Spiele. Auf Deutsch das einfach viel besser ist. Oh, jetzt gehst du mir auf den Sack mit Zenitsu, Alter. Sorry, Diggi. No, ich muss halt. Digga. Aber dass dieser Blitz so oft hittet, ist richtig scheiße, Digga. Ja, das ist auch scheiße. Zuletzt ist halt nicht, so ist. Dieser Minato in Demon Slayer. Nein. Aber doch ist er. Doch ist er mega, Digga, mega. Wenn du mit ihm spielen kannst, dann ja, aber du spielst ich finde, dieser alte Opa ist viel ekelhafter. Wir sind beide scheiße Noob-Charakter noch. Ja. Das Ding ist, der Opa, da habe ich eine Vorgeschichte. Ich habe gegen einen gekämpft im Ranglist-Match und der hat die ganze Zeit sich hinter seine komischen Fallen da gesetzt und hat gewartet, bis ich ankomme und irgendwann mal muss ich ja angreifen. Das heißt, das war ein Noob-Kampf, Digga. Den hätte ich quitten müssen, Digga, aber safe. Im Normalfall hältst du das für mich, ja. Du kannst auch dauerhaft mit deinem Charakter ausweichen, willst du nur sagen, ne? Digga, hab ich dich einfach gerade weggeschoben? Ja. GG. Kurz nochmal, die Nesco, die von der normalen Nesco. Na, ich finde die Schulen Nesco besser. Wo die Namen der Ulti bist mit Blutsalbe. Normalerweise blutige Dämonen können Blutexplosion, aber Blutsalbe, okay.
Okay. Ja, Digga, jetzt kann ich halt nichts machen. Bin ich einmal drin, kann ich nichts mehr machen. Doch, hättest du deinen Tauschbalken voll. Du kannst mit. Digga, dass du es immer vergisst, Digga. Du hast immer noch, wenn du zwei Balken voll hast mit einem Kurzdruck, kannst du sie rufen, damit sie dich aus solchen Situationen befreit. Ich weiß, deswegen habe ich meinen Tauschbalken ja auch eigentlich immer voll. Normalerweise. Oh, das war sehr knapp. Aber eigentlich nicht. Das hier. Doch, das war knapp. Hättest du es jetzt nicht eingesetzt, dann hätte ich dich getroffen. Ja, aber ich hatte es ja gespammt in dem Moment. Ja, das habe ich gemerkt. Herr Digga, ja egal. Senizu ist so ein Spätzünder. Schläft ja auch. Was kann der dafür, dass er schläft? Also echt mal. Spammer immer. Hey Digga, ich drück doch nur Viereck. Gleich, ja, dieses Spammer. Hey Digga, natürlich ist jetzt der ganz normale Angriff Spam. Nee, ich meine mit deinem Dingsen. Das ist doch Spam. Ja, Spam. Aber wenn ich den richtigen. Du bist so Susano. Ja, aber du bist so, als würdest du Susano spielen. Also. Das ist genauso ekelig, das macht keinen Unterschied. Nur, dass du hier nicht so ausrastest. Ja, weil ich weiß, dass du nur... Mich interessiert es halt null. Weil das ist einfach kein Game, was ich öfters spielen werde. Wenn ich das halt weiß, interessiert es mich ja auch nicht, ob jemand besser ist als ich. Ja. Du sagst jetzt 6 Mal pro Sekunde ja. Das wirst du erfahren, wenn du da kommst. Wieso? Es kann sein, dass ich morgen erst sehr spät online komme. Wow! Hast du gute Charakter bekommen? Ausnahmsweise ja. Wow, Digi. Deine kannst du bezeugen, ich habe Dreieck gedrückt. Ich drücke mal Dreieck, sonst wäre ich nicht so schnell. Ich auch, nur Digga. Ich bekomme immer Seni zu. Ich mag Rengoku nicht, wenn er nur in irgendeinem Haori unterwegs ist. Aber du hast doch so einen Rengoku. Ja, aber ich hätte randommäßig das ausgewählt. Das finde ich schade. Digga, glaubst du wirklich, ich würde den Schlafanzug spielen, wenn ich seinen normalen Kimono... Haori heißt das. Ja, Haori spielen könnte. Guck dir mal meine Kampfhaltung an. Alter. Ja, Digga, wie findest du meine? Digga, ich bin grad. Das ist einfach ungelogen. Meine Kampfhaltung bloß andersrum, Digga. Das ist einfach so. Digga, jetzt geht Sinitsu-mäßig schon wieder los, Digga. Ich krieg schon wieder komplett Aggressionen. Oh, das war knapp. Dann machen wir das halt nochmal. Was mir auffällt. Gerade so, wenn gerade so bei Rengoku siehst du das, du nimmst nachdem du eine Kombi gedrückt hast, tut Gray nicht sofort nachhaken, sondern bleibt stehen und wartet, bis du angreifst. Ja, das habe ich dort noch aus Versehen gemacht. Ihr nimmt dadurch nämlich so viel Tempo raus aus dem Game. Nee, ich glaube, das habe ich gerade aus Versehen gemacht. Normalerweise greife ich ihn immer direkt an. Oh nee, Digga, er gibt mir seinen Wurf. Ich hasse das. Oh, jetzt lockt der wieder direkt. Boah, das war sein Teamkamerad, Alter. Mhm. Hätte er jetzt mit der Ulti getroffen, dann wär's das mit dir gewesen. Ich weiß. Amiris. Das war gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hä, wie kann er nur bis dir mehr Schaden zugefügt haben? Im Kampf sah das so aus, als wenn du gewinnen würdest. Sag's auch. Ich hab ihm dann nur am Ende nur diese Rengo. Diese Dreieck drückt, Alter. Nur wenn du dann immer genau in dem Moment, wenn ich Dreieck drücke. Ich will jetzt, dass er aufhört. Och nö, jetzt geh ich auf den Sack mit dem Modus, Alter. Digga. Danke.
Eigentlich, ja, egal. Ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich. Gray, bitte unterbrech mich nicht. Nee, ich hab mich unterbrochen. Ich habe mich gerade nicht interessiert dafür, was du gesagt hast. Aber ja, Digga, das ist dasselbe. Nee, du hättest mich blocken können. Nee, ich wollte gerade sagen, genau in dem Moment wollte ich gerade sagen, ich wollte gar nicht blocken, ich hätte nur gesagt. Als Rechtfertigung, weil ich scheiße bin. Ah, warte, ich bin ja noch erwacht. Die jetzt einfach nicht bemerkt hat. Einfach weil ich noch rumstehe, Digga. Darüber brauchen wir nicht reden, Gray. Nee. Du kannst Attacken spammen, solange du mehr wach bist, ne? Ja, das musst du ihm nicht sagen. Du Vergewaltigungsopfer. Ist auf. Hör auf damit. Wow. Ich komme gleich nochmal wieder. Ich hole mir jetzt was zu essen. So, das ist mein größter Hass-Charakter, glaube ich, die Nietzsche. So. Nein, Digga, ich finde den OP viel schlimmer. Mein Soro-Kodaki. Aber die Ulti ist schon sexy. Trotzdem geht er mir auf den Sack, weil das ist ein richtiger Spam-Charakter. Es geht mir so offen. Ja, ein richtiger Anubis. Wenn du die Story durchgespielt hast, Alter, und mal andere Charakter spielen kannst, Digga, darauf freue ich mich. Darauf Mann. Freue ich mich wirklich. Weil ja, Digga. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie nie zu bekommst, die ist mir so hoch. Aber ich finde die Animation von den Ultis sind. Ja, auch spannend an Storm 4, aber die sind deutlich besser. Man sieht so die Storm-Ultis und denkt so, Maschala, man sieht die Ultis von dem Game und denkt sie Ultri-Maschala. Ultri-Maschala? Ja, Digga, Ultri-Maschala, kennst du es nicht? Ultri-Maschala, Digga. Oh mein Gott. Das war so close, weil mein Blitzschal nicht weit aber genug gekommen ist. Du hast gut gespielt, auch wenn du gespammt hast, Digga. Aber bei dir muss man das trotzdem sagen, damit du dich gut fühlst mit deinem Spam. Aber die Ultis machst du gut. Wenn du nicht spammen würdest, ja, der Charakter ist dein Charakter. Wenn du den Charakter nicht spielen würdest und die Ultis hitten würdest, dann würde ich dich respektieren, sagen wir so. Klingt das gut? Ja, irgendwie schon. Ich hasse es irgendwie so. Aber ich liebe seine Charakter, Ulti. Aber ich hasse es einfach nur, ihn als Gegner zu haben, Digga. Weil egal wie gut du bist, Digga. Ist schon wieder nervig in mir. Hier ist hoch und runter, der ist bei ihm auch ziemlich auf den Nerven tatsächlich. Jetzt kannst du mir halt so eine Combo drücken. Das Problem ist, ich kann einfach in diesem Moment, in dem du mir so eine Combo drückst, nichts sehen. Ja, weil da überall irgendwie alles ist, Digga. Ja, genau. Ja, erwürgen. Oh, das wäre schön gewesen, Digga. Wow! Danke dafür! Ich muss das mal Hals umbringen, okay. Alter. Lass dir kurz. Ah, warte! Hab mein Hals kurz umgebracht. Noch geht deine Verteidigung relativ in Ordnung. Im Verhältnis. Ich hasse es, wenn der erwacht ist, ne? Aber mit Rengoku kann man so eklige Kombis drücken. Und greifen ist auch super. Wenn du erwacht bist und du mir dann nicht auf den Sack gehst. Hey Digga, ich kann dir halt wirklich nichts drücken in dem Moment dann. Oh, das war auch schade. Aua, es tut sehr weh gerade. Hörst du wohl auf? Hörst du wohl auf? Dankeschön. Das war's doch. Ah, Digga, wenn du zu nie zu spielst, Digga, mit deinem Stern kommst du echt hinter mich her, Digga. Irgendwie Angst haben, ja. Oh, jetzt hab ich auch so auf erneut versuchen gedrückt, Digga. Ich bin froh, dass du das andere gedrückt hast. Gesundheit. Dankeschön. Ich hab heute schon den ganzen Tag so einen Schnupfen. Das ist nicht gut. Digga, wo ist mein Handy hin? Digga, willst du. Oh, das ist ein neuer Charakter, den ich nicht mehr spielen kann. Und noch ein anderer neuer Charakter. Mein Handy ist unters Bett gefallen. Ah, ganz vergessen. Da gibt's noch etwas namens. Och, komm schon, kein Seni zu. Digga. Endlich. Ja, kein Spam mehr. Ja. Naja. Ich hab Video normal nicht mal bekommen, Digga. Das ist
Ich hab Gio in seiner Sportlehrer-Variante. Aber ich hab den anderen Tanjiro. Ja, glaube ich höchstens. Tanjiro, oder? Ich glaube. Also, ich glaube. Ist der jetzt auf der Party gegangen? Ja, Digga, der geht sich was zu fressen holen. Geil, Digga. Wieso hat sie einen Säbel, Digga? Das ist mir gerade erst aufgefallen. In der Schuluniform hat sie einen Säbel. Was ist eigentlich seine. Was ist das für eine. Warte mal ganz kurz. Warte. Stopp. Okay, sorry. Das ging zu langsam. Was ist das? Nee, das wollte ich nicht. Ist das die Fähigkeit? Windstille. Kannst du mal ganz kurz zu mir kommen? Digga, aber weh, es macht mir ordentlich damit Schluss. Warte, mach mal und in dem Moment hätte ich dich. Nein, komm nochmal. Hey, Digga. Hä? Warte nochmal. Digga, hit du mich dann mal? Warte, okay. Digga, what the fuck? Was bringt das? Das muss ich gleich mal, warte mal, kann ich auf meine Kombi? Sorry. Das muss ich gleich mal nachgucken, okay. Weitermachen. Okay. Digga, das muss ich gleich mal herausfinden, Digga, was diese Fähigkeit bringt, Digga. Was kann die, Digga? Digga, du hast mir gerade... Hast du das nicht gesehen? Hast du nicht gesehen, was du mir gerade gedroppt hast? Ich hab's nicht gesehen, aber guck zu. Das ist Windstille, by the way. Das ist die Fähigkeit, die wir meinten. Bloß, dass man diesmal irgendwie... Ich hab nicht gesehen, was ich dir gedrückt hab. Was hab ich dir gedrückt? Als ich dir dann in dem Moment meine Feueratmung reingegeben habe, hast du mir 6000 Schnitte auf einmal gegeben. Oh. Ich hab keine Ahnung... Ich habe also keine Ahnung, was diese stille Dings des Kantas. Ich liebe diese Ulti, Digga. Die ist geil. Die ist auch im Anime geil. Die ist auch so unfassbar stark. Oh wow. Ich weiß immer noch nicht, was diese Fähigkeit von ihm kann. Nö, ich werde es nicht herausfinden. Wirst du auch nicht. Ich versuche immer wieder, aber ich kann es nicht herausfinden. Ich habe es nur einmal gesehen, was sie wirklich drauf hat. Oh lol, ich dachte, ich habe zwei Balken, mit denen ich mich tauschen könnte. Bei der ja, du hast deinen Balken benutzt, bevor du tauschen konntest, das heißt, und dann hast du sie gespawnt. Digga. Ja, geil, ja, Digga, deswegen, das Game hat nochmal so ein paar Bugs. Geil, Digga. Das war schön. Trotzdem geht's mir auch in Nerven, dass ich immer noch nicht weiß, was dieser Charakter mit dieser Fähigkeit kann. Kann das nicht heilen oder so? Ja, das wollte ich nicht. Warte, ich kann nicht dann ja... Warte. Mach das mal, während ich neben dir stehe. Was passiert denn, wenn es genau in dem Moment passiert, wenn ich dich mit einer Atmung hitte? Mach mal. Okay, mach mal. Nee. Okay, jetzt darfst du mir auch deine Atmung drücken. Die Frage ist welche? Ja, mach einfach irgendeine. So, das Waffenschaden. Jetzt geht's wieder normal los. So, jetzt sehen wir nochmal, was die in der Ulti kann, Digga. Elfte Form. Digga. Genau das hast du mir auch gedrückt gerade eben. Digga, das ist so geil. War of the Line. Lol. Aua. Oh, das war sehr knapp, Digga. Oh, Digga, aber das sieht so geil aus. Wenn es dann so schwarz-weiß wird. Ja. Lol. Grey, ich hasse Spammer auch, Grey. Ich hab fast nicht mehr herausgefunden, was sie kann. Ich hab's herausgefunden zu meiner Verteidigung. Gerade. Aufladen, das geile Schneckchen.
Kick-Up Ulti gewinnt. Ja, Digga. Kamikagura. Oh, Digga, das ja, GG, Bro. Also, du spammst grad. Was da stehen kann, weil der kann man nichts anderes machen. Das ist genauso wie Destiny zu, Digga. Der habe ich jetzt wieder automatisch zu der zurückgewechselt. Wollen wir beide den anderen Charakter nehmen? Hier, komm, ich nehme jetzt ihn jetzt auch. Warte, wie machst du das denn? Ah, warte, fuck. Warte kurz. Wie machst du denn diese Windstille? Dreieck und R1. Okay, was passiert, wenn wir das beide gleichzeitig... So, warte, block erstmal. Gar nichts. Es passiert ohne Lungen gar nichts. Okay, dann normal. Gut geblockt. Nicht gut geblockt. Ja, genau, das war's. Ich hab doch keine Ahnung, was das jetzt mir gebracht hat, Digga, aber... Oh, Digga. Irgendwie, hä? Ich verstehe es nicht. Ja, du hast irgendwie 1000 Hitte mir auf ein... Genau, das war's. Ich glaube, ich hab dir in dem Moment genau meine... Ja, Digga. Lol, lol. Warum kann ich jetzt nochmal nehmen, ne? Das hat mir jetzt nichts gebracht, Dieter. Schade, ich wollte es nochmal ausprobieren, ob es jetzt im direkten Kampf funktioniert. Nee, auch nicht. Also ich habe die Vermutung, dass das funktioniert, wenn ich sie angreife und du mich dann gegen angreifst, irgendwie, dass das dann irgendwie so ein Hit oder so macht. Irgendwas muss das ja bewirken, weißt du? Du hast gewonnen. Irgendwas muss das ja bewirken. Also ich vermute, weil du in Alexa, einen schalte Lampe Luis ein. Weil du in den einem Abschnitt mich ja angegriffen hast. Und Alexa, schalte Luis Lampe ein. So, jetzt meine Lampe an und Alexa hat meine Jalousien hochgemacht. Jalousien hoch? Weil ich Lampe eingesagt habe, dann darunter. Ich muss immer Lampe Luis sagen und nicht. Es gibt immer eine. Cool. Du musst auch wählen, ne? Ja, nee, Digga. Ich wollte gerade erstmal lieber an mein Handy kommen, das zwischen ins Bett gefallen ist. So. So, ja, perfekt, Digga. Digga, what the fuck? Ähnliche Reaktion, Bro. The fuck? Ja. Wieso kriege ich noch einen Schlafanzug? Ja. Wirst du ihn spielen? Weiß ich nicht. Überleg, ich bin noch mal. Ja, ihn kann ich schlecht spielen, Digga. Den Typ hasse ich. Ja, musst du dich entscheiden. Ich spiel beide. Ich spiel einfach beide. Wieso ist der eigentlich als Charakter reingekommen? Nur weil er eine Sekunde meine Redechance hatte, Alter. Direkt als Charakter reingekommen. Ich hänge auf den Weg nach der Zack, zack, 4, 5. Perfekt, Digga. Okay, das ist der Wasser, oder? Nee. Das ist, nee, das ist der, was ist das? Der Feuer. Das war irgendwie alles, aber auch wieder nichts, Digga. Ja, Digga, der fängt an mit so einer Wasser. Hä? Digga, ich hab jetzt einfach gejubelt. Habe ich jetzt ja mal gar nicht verstanden. Die Ulti. Ich hasse die. Ich hasse die. Ich hasse das Wasseratmung. Ja. Nein. Drittes Gesicht. So besiegt man den König aller Demon Slayer. Ja. Ausrutschen. So, jetzt spiel ich mal ihn hier. Oh shit. Das ist cool. Digga, kaum spielst du ihn, ist es kein,
Ja, Digga, ich wollte ihn nicht angreifen lassen. Nur das Game, du kennst es doch. Ja, Digga, kaum spielst du ihn, ist es kein Spam mehr, oder was? Das ist immer noch Spam, aber ich mache wenigstens nicht alle hintereinander. Aber das wäre klüger gewesen. Aber ich will nicht spammen. Bei mir sieht das immer cool aus, weil das ist mir nur rein und das Katana, Digga. Digga! Der Hurensohn von der Seite! Digga! Was war das jetzt gerade? Was sind wohl die volle Feuerkraft? Digga, man fühlt das Game an manchen Stellen richtig, Digga. Reicht doch. Digga, nimmst du mir einfach die volle Feuerkraft? Digga. Das war viel zu viel, Digga. Oh, Hilfe. Ja, 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 ja. Aua. Kann ich wieder nicht wechseln. Wie weit kommt der eigentlich? So weit, okay. Gut zu wissen. Aua. Schmerzhaft. Oh, schön mit dem Ulti gefällt mich, Alter. Wie nett. Digga, ich liebe diese Ulti. Kann mir niemand was sagen, die ist sexy. Ich weiß auch, dass ich immer noch nicht verstehe, wie so lange Haare an der Ulti hat, weil im Anime hat er nicht lange Haare gehabt, als er die Ulti gemacht hat. Ey, das ist ein Skin. Ja, ich weiß, aber das regt mich trotzdem auf. Ich hab halt diesen Skin hier bekommen, da kann ich halt nichts gegen tun. Er ist zu schnell für die Ulti, Digga. Das muss es auch mal geben. Das ist ehrenlos, dass ich mir den Schub einmacht, Alter. Dann blockst du auch noch, obwohl du im Schub drin bist und das absolute Monster bist. Ehrenlos. Ja, Digga, weil du mir deine Ulti drücken wolltest. Und mach mal bitte die Ulti und nicht den Schub, Digga. Ja, aber der Schub ist für mich praktischer, weil ich die Ulti fast nie hitte. Sein? War ich das in Storm 4 schon? Ja. Ja, also. Digga, du gehst mir gerade anders auf die Schnauze. Du stehst nicht auf. Ich geh mir auf den Sack. Und du gehst mir mit deinen Kombis so auf den Sack, weil das einfach nur unfair ist bei dem Charakter, weil du davon nichts. Guck mal, jetzt habe ich die Ulti gemacht und die ging natürlich daneben. Och, das ist schon wieder so schnell. Zenithos Ulti ist dumm. Die ist wirklich dumm. Weil von der Logik her macht er auch nicht so einen Flug. Das macht er auch nicht im Anime. Du kannst nicht so weit sprinten. Digga, das war mein normaler, das war mein Supersprint. Mitbekommen. Wieder der. Dann blockt er wieder und jetzt macht er gleich wieder seine Kombis, Digga. Das erste Feier Mal. Ich überhaupt nicht, Digga. Feier ich wirklich überhaupt nicht, was du gemacht hast, Digga, aber egal. Muss gewonnen. Gray, soll ich was Trauriges sagen? Was? Ich habe gerade meine erste Trophäe für den Sieg bekommen. Wunderschön. Ich bin stolz auf mich, super stolz. Nein, bist du nicht. Nee, ich bin auch nicht stolz auf mich. Ah, aber ich habe dich besiegt. Das ist doch schon mal ein Stolz wert. Ich beende den Stream jetzt.